Ich bin überrascht, wie die letzte Bündnissee-Folge doch aufgenommen wurde. Und deswegen geht es hier sofort weiter mit Folge 11 von Politikdeckung mit dem Bündnis C. Christen für Deutschland alias Christen F. Punkt, Punkt, Punkt. Und es ist euch bestimmt schon aufgefallen, das Spiel ist inzwischen mittig angelegt. Ihr könnt es gar nicht fassen, ich weiß. Qualitätsinitiative, Gernmeier Plays und so weiter, ne? Qualitätsoffensive. Dieses Wort habe ich gesucht. Genau, momentan stehen Thüringen und Bremen. Aber ja, unser Ziel ist natürlich die nächste Bundestagswahl, wie immer. Hiesiges Unternehmen, ja, das hiesige Unternehmen. Ja, mitgliedertechnisch, wie sieht es eigentlich aus? Wie sieht es mit der Partei vor allem aus? Ich weiß nicht, wie das wirklich in jedem Spielstand passieren kann. Ich weiß es nicht. Kann mir das irgendjemand von euch erklären? Wobei, ich weiß ja inzwischen aus meinen ganzen Videos, ich helfe euch ja immer sehr gerne in den Kommentaren, manchmal halt ein paar Monate später, wenn ich es nicht sehe, es tut mir leid. ansonsten auch gerne auf meinem Discord-Server, der in der Beschreibung ist. Ich helfe euch immer gerne mit dem Spiel, weil ich mich eigentlich sehr gut damit auskenne. Ich habe das Gefühl, ich kenne mich, ja, bin ja universeller Ansprechpartner geworden, so wie ich meine Kommentare jetzt zum Teil sehe, aber mache ich gerne. Aber das habe ich bis heute nicht verstanden, warum die Partei gerade so stark immer wächst. Immer die Partei. Der hat von Beginn an relativ viele Mitglieder schon, das könnte begünstigend sein, aber ich verstehe es nicht. Habe ich sie aus manchen Let's Plays dann rausgenommen. Ich werde es wahrscheinlich in Zukunft immer wieder sie dann rausnehmen oder rauslassen, weil es einfach, ja, gerade ich habe die SPD vergessen rauszunehmen. Okay, und die Grünen. Wir sind Platz 3 in Thüringen. So muss das, so muss das. Genau, aber die Linke hat fast die absolute. So zwei Sitze verloren, ja. Herzlichen Glückwunsch, Bodo Ramelow hier, ne? Entwicklungshilfe, ja. Können auch kein Geld scheißen, ne? So. Ich hab dafür. Oh Gott, einen Moment nicht aufgepasst. Schon stand man für die Erhöhung der Entwicklungshilfe. Zum Glück hat das nichts geändert. Heilig, blechlich, das ist ja jetzt peinlich, du. Oh, das ist ja jetzt peinlich, du. Peinlich, 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 peinlich. Peinlich. Peinlich, peinlich. Peinlich. So. Weiter jedet. Oder so. Oder wie, oder was, oder wo. Oder wie, oder was, oder wo, oder wo, oder wie, oder was, oder wo. Wird hier Rapper. Also Wolfgang Trepper. Egal. Ali Aldai Lami. Marlene Mochtler ist tot, Alexander Gauland ist tot und Thomas de Maizière ist tot. Mein Gott, direkt drei Nachrichten an einem Tag hier, so ungefähr. Kann man ja fast nicht verkraften, diese ganzen Toten hier, aber auch nur fast. So. Gehen wir hier mal ein bisschen auf Jels Sparkurs. So. Ja, gut. Im selben Zuge machen wir 40 Wochen. Gesamtlandwerbung, denn wir haben es ja gerade. Geld ist gerade in unserer Partei zum Glück. Problem ist, ist jetzt die Zeit das Problem. Sagt er und verliert 186.000 in Anwaltskosten. Hab schon Schlimmeres gesehen. Vor allem mehrfach hintereinander. Zwei Wochen hintereinander, so ungefähr, ja. Rainer Füllmich ist tot, das ist aber... Sorry, Rainer füll mir die Taschen. War sehr schade. Bremen, 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 Bremen. Bilde mir irgendwie ein, dass wir da schon mal, ja. Bilde mir ein, wir waren schon mal irgendwo. Saarland? Ja, im Saarland waren wir schon mal. Waren wir jetzt hier in der Regierung? Wir sind nur in zwei Ländern oder sowas in der Regierung. Ich glaube, das wäre unser erster Ministerpräsident. Beim letzten Mal wurde es uns ja dreist abgezockt, sag ich mal. Vielleicht schaffen wir diesmal endlich das, was uns gehört, zu kriegen. Nämlich den Ministerpräsidenten. Wer war das denn jetzt? Die SPD. Die SPD, ja, versinkt mal wieder in der Bedeutungslosigkeit. Ja, nichts Neues für diesen Spielstand. Liebe SPDler, es tut mir leid. Tut mir in der Seele weh, das zu sehen.
Und stattdessen Parteien wie die AfD hochschnellen zu sehen, aber. Naja. Politische Neutralität und so. Ja. Mehrfach Vorname. Und die NPD auf Platz 2. Genau sowas meine ich. Liebe SPD, es tut mir leid. Echt leid, dass ihr fast 5% verliert und die NPD zweitstärkste Kraft wird. Das habt ihr echt nicht verdient. Und dadurch ist jetzt sicher, dass wir hier regierender Bürgermeister werden. Gewinn durch Veranstaltung gleich 755 Euro. Also, wow. Das hätten wir auf einen guten Zweck spenden können. So in 18 Wochen haben wir Niedersachsen. Wir sind die Niedersachsen, sturmfest und erdverwachsen. Heil Herzog Widukind Stamm. So, jetzt sperrt YouTube mein Video, weil ich Heil gesagt habe, aber Arbeitsminister Hubertus Heil. Auch Politiker. Sehr interessant. So, ja, wir machen einfach mal mit. Dann lassen wir mal unsere Experten entscheiden, was die beste Koalition ist. AKA den Zufallsgenerator. C, Linke Union. Mit Sicherheit doch. Ule van Beuten wird Bürgermeister von Bremen. Das brauchen wir noch Kandidaten, sind wir mal ehrlich. Alle, halt so. Darf nicht zu bekannt sein. Was haben wir für eine Bekanntheitsstufe? Oh, der darf schon bekannt sein, ja. Moment. Konservativ und ökologisch darf er sein. Hat wundert, warum Christoph Schmidt in der falschen Partei ist. Ah ne, der ist, glaube ich, in der. Ja. Passiert, wenn man andauernd umstrukturiert. So. Kamils Bauch. Ich kriege 50.000, wenn der Beitrag muss wohl reichen. Kamils Bauch. Ayus Mils Bauch in Niedersachsen. Um Gottes Willen. So, Michael Stürzenberger ist tot. Also sehr traurig, muss man einfach mal sagen. 72.000 ist eine Zahl. Wir haben ja fast 70.000, da gehen wir mal auf Nummer sicher. Staatsbonus, ja, das ist doch nett. Alice Weidel verlässt die AfD. Ja, die nächste. So, wir kurz davor in Niedersachsen Platz 1 zu erringen. Oldriot. Hast du Nachhelfen versuchen tun? Oldriot, Niedersachsen. Könnte unser erstes Flächenland werden. Direkt nach dem ersten Ministerpräsidenten, direkt den zweiten noch. Auf Platz 2 haben wir sicherlich auch noch Chancen, deswegen. Wir sind Platz 1 in Niedersachsen. Hallo? Das ist hier, so hier, ne? Handmaid's Tale startet jetzt auch in Deutschland. Nee, das ist ja fesch. Die SPD ist sogar auf Platz 3 gerutscht. Die arme SPD, wirklich völlig am Ab, ne? Abscheißen. Auf gut Deutsch. So. NPD leider auch. Gewinnen also besonders die rechten Parteien hier. Ich bin ja massiv dazu, wo mal die Union ausnimmt. So. Platz 1, also es kann ohne uns, glaube ich, nicht mal koaliert werden, wenn ich das richtig sehe. Doch kann. Das sind nur 3 Stellen, wir gelernt sein. Doch, es kann ohne uns koaliert werden, das wird es wahrscheinlich auch. Aber das erste Mal stärkste Kraft in einem Flächenland. Darauf nur ein Schnäpschen oder sowas. Alkoholfrei. Richtet hier sich ja an Kinder, diese Sendung. Denkt doch mal einer an die Kinder. So. So, in Bayern, da können wir uns wie immer keine Dingens leisten. Wir können das erst nächste Woche. Keine Dingens leisten, meine ich natürlich keine Fernsehwerbung. Weil die jetzt nicht die Definition des Begriffes Dingens kennen. In diesem spezifischen Fall Fernsehwerbung. Ganz allgemein. Das ist für euch Ausländer. Also für euch Sprachausländer, sag ich mal. Die nicht Dingens verwenden, schwer zu erklären. Dingens kann alles bedeuten. Aber das Wort verwende ich ja so oft. Und wir haben eine rechte Koalition. Direkt der zweite Ministerpräsident und heute fällt noch das dritte Bundesland. Ich sag's euch, Bayern fällt noch. Nein, wird es nicht. Man kann ja mal hoffen hier. Bündnis C, das erste Flächenland direkt. Ja, wir haben jetzt Bremen und Niedersachsen in unserer Hand. Da fängt die Revolution an. Die Gebühren senken.
Hallo, ihr habt so einen schönen runden Betrag gerade, ne? Meine Güte. Immer von ihren runden Beträgen abweichen müssen. Das schlimm. 495 ist ja noch okay, aber. Naja. Kommt ja immer sonst auch auf die Centbeträge, ja, ne? Der Teurer verlässt die AfD? Teurer nicht? Von der FDP eigentlich? Willst du über AfDP jetzt hier einfügen, bitte? Das heißt, wir brauchen einen neuen Politiker mal wieder. Ausgräber, ne? Oh ja, der Nazi hier. Cynthia Jalos. Herzlichen Glückwunsch. Willkommen im Bündnis C. Sie werden direkt Spitzenkandidatin in Bayern, denn mit dem Koksack kann man ja echt nichts anfangen. Ne? Also der kann ja gar nichts. Der ist so, Minister kann er werden. Der Vogt ist tot, Ida Eisinger ist tot, Hubert Aiwanger verlässt die Freien Wähler. Das heißt, die Freien Wähler werden abkacken. Abscheißen, abrödeln, Hauptsache ab, ne? Immer diese Jugendlichen mit ihren Apps auf ihrem Smartphone. Unfassbar. Diese Smombies. Geht ja gar nicht. Ach, schön. Immer diese Anwaltskosten. Ich liebe sie doch. Wer liebt sie nicht? Weiß nicht, wenn wir 60 Euro mal hochgehen. Ja, das war jetzt keine so phänomenale Idee. Immer auf 55. Sind ja los. Die werden Kanzlerkandidatin. Eine Woche fehlt dann insgesamt. Einen herzlichen Glückwunsch. Genau im richtigen Moment hier alles hier. Das mit der Mitgliederverlust. Ja, 55 Euro scheint momentan eine ganz gute Zahl zu sein. So, Budgetverteidigung. Denken? Ja. Also, natürlich eigentlich dagegen, aber alles, was Geld spart, da sind wir dafür. Ja. Das ist meine Grunddoktrin in diesem Spiel, ja. Das ändert sich auch je nach Partei nicht. Das muss man einfach machen, sonst. Man muss halt alles dafür tun, dass die vorherigen Regierungen, bevor du an die Regierung kommst, nicht völlig den Haushalt zer, ne? Zervögelt haben. Auf gut Deutsch. Hat man schon genug Spielständen hier von mir gesehen. Also, wenn ich mal irgendwie, wenn ihr mal irgendeinen Tipp für dieses Spiel haben möchtet, dies ist der Tipp. Wenn mich jemand fragen würde, was ist dein Tipp? Genau das. So, Platz 3 wird erwartet. Platz 2 könnte drin sein. Könnte. Glaube zwar nicht ganz dran, aber mein Gott. So, Bayern. Eine Woche Fernsehwerbung noch. Einmal den Söder auseinandernehmen. Joa. Joa, Platz 3. Plus 3,33%. Ja, sieht besser, aber wir haben keine Fernsehwerbung gemacht. Ein ganz gutes Ergebnis. Die Freien Wähler dagegen setzen sich weiter ab. Ja, die Basis gewinnt dazu. SPD fliegt raus. Ich meine, die waren doch schon mal rausgeflogen, sind dann wieder reingekommen und dann wieder rausgeflogen. Ganz dunkle Erinnerung oder es war ein anderes Projekt. Inzwischen ist es ja hier Konsens, dass die SPD irgendwann abkackt. So. Ausgabenforschung. Ah, da weiß ich überhaupt nicht, wie wir abstimmen sollen, aber ihr kennt ja die Regel. Solange wir nicht selbst in der Regierung sind, müssen wir da relativ unideologisch mal rangehen und einfach immer Nein machen. Oder im Zweifel immer für das stimmen, was weniger Geld kostet. Naja, aber die Regierung scheint stabil zu sein. Mal sehen, wie es nach den Bundestagswahlen aussieht, wie oft wir da neu laden müssen. Freie Wähler, die Basis und AfD zusammen. Stefan Seiler wird Ministerpräsident. Ja, ist eigentlich von einem Südschleswigschen, ne? Aber Bayern ist ja das Gegenteil von Norden, dementsprechend. Bayern ist das Gegenteil von Norden. Ich dürfte mich gerne zitieren. So, 23 Wochen Hessen.
Machen wir nur bis gerade erstmal. Erstmal. Ohne Licht auf erstmal. Momentan Bundestag kennt ihr ja. MS. Platz 1 wäre schon schön. Oder zumindest Neuwahl. Bringt immer so schön Geld. Peter Harry Carstensen verlässt die Unionsparteien. Das ist immer schön, Deutsche, die nicht Harry ausgesprochen werden oder sowas, sondern Harry. Ich finde das toll, ich finde das richtig einen tollen Namen. Ich würde einfach mal sagen, ein bisschen aus der Mode gekommen. Ich würde mein Kind nicht mehr so nennen, auf jeden Fall nicht, aber alle Eltern daraus, gibt auch Kindern keine Namen wie Hans, Jürgen oder Heinz. Bitte, bitte. Ne? Aber Harry hat schon was. Also nee, da müssen wir jetzt auch mal ideologisch denken, da müssen wir Nein machen. Wir müssen mehr. Vögeln für Gott. So. Vögeln für Gott. Das würde ich jetzt sehr gerne in die Titel schreiben, aber das würde gesperrt werden wahrscheinlich dementsprechend. Muss ich was anderes finden. Wenn das so einer meiner typischen Slogans ist. Oh, wir haben gute Chancen auf Platz 1. Dann auf Platz 2. Nee, das sieht sehr schön aus. Wirklich. Ja, gar nicht gewohnt. Dann dürfen wir einmal bei der AfD spionieren von mir aus. Boah, so muss das sein. So muss das. Dann können wir noch bei den anderen spionieren, aber wir haben eigentlich nicht das Geld dafür. Mache ich jetzt lieber nochmal die direkt 4 Wochen. Und ich wollte noch was machen, ich hab's vergessen. Wichtig, dann spionieren wir bei der Union. Und bei der Basis bitte. Hier nehme ich Minus, können wir ja. Nordrhein-Westfalen, immerhin das größte Bundesland. Klingt ein bisschen was. Jetzt kriegen wir richtig Geld rein. Die Folge ist schon 17 Minuten lang. Ist man ja gar nicht von mir gewohnt. Die letzte ging ja auch schon ungewöhnlich lange mit etwas mehr als 15 Minuten. Aber mein Gott hier. Was ist das hier für ein Luxus? Damals die Folge mal 10 Minuten. Ich denke, dass sich eh niemand länger dieses Spiel antun kann. Aber gut. Mache einfach mal mein eigenes, so wie ich es erwarte, wie es in ungefähr abläuft. Und ja, vielleicht so. Vielleicht. Auch die Union aber auf Platz 1. Ich habe es mir fast gedacht, dass die sich da nochmal rausrettet. Aber Platz 2 ist auch ganz fein, denke ich. Ja. Regieren ist möglich, also versuchen wir in die Regierung zu kommen. Ich weiß nicht, ob wir Kanzler werden können, aber selbst wenn, dann nicht Kanzler auf alle Kosten, sondern regieren auf alle Kosten. So, auch in Hessen haben wir durchaus Chancen auf Platz 1, auch wenn es unwahrscheinlich ist. Ihr werdet es kaum glauben, aber wir gehen sogar nochmal in die Verhandlungen jetzt rein. Ja, echt eine Luxusfolge von der Länge hier. Meine Güte. Ich werde es bereuen. Und danach tagelang nichts mehr kommen wird, weil ich erschöpft von dieser langen Folge bin. Ach ja. Fast ist es nicht möglich, ohne uns zu koalieren. Aber nur fast. Union, C, die Basis und AfD. Wir kriegen 4 Ministerien. Das ist Luxus. Ja, wie immer wollen wir den Umweltminister und auf keinen Fall den Außenminister. Ja, wir haben dich. Wir haben weder Umwelt noch. Das ist schlimm. Es ist schlimm. Schlimm, es ist schlimm. So, Koksa, ne? Da, mach einfach alles. Da machen wir alles mal nach, Fuchs, der Kuxer ist. Kann noch nützlich werden. So, Bundeskanzler Reinhard Brandl, Arbeitsministerin Penelope Alpha, Außenminister Reinhard. Reinhard, genau, Reinhard Brüderle. Bildungsministerin Angela Merkel, Familienminister Markus Launecker von der Nazi-Partei. Finanzminister Walter Labler, Gesundheitsministerin Dana Gut, das ist auch eine AfD-Tante. Vor uns anscheinend. Umweltminister Jens Mayer, AfD, um Gottes Willen, Verkehrsminister Harald Ringstorff, der ist anscheinend zur Basis übergewandert, und Verteidigungsminister Konrad Adam. Also eine schreckliche Regierung, bei so einer Regierung würde ich sowas von aus Deutschland auswandern, das darf ich euch einfach jetzt mal sagen. Muss ich mal kurz meine Neutralität brechen, aber das ist ja grauenvoll. Das war ein schöner Mitgliederzugewinn. Ach, Bundesregierung fürs Bündnis C. So.
Damit speichere ich und wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag oder was auch immer. Tschüss, mit tschüss.